bin von Linuxola. Ich bin heute mit zwei Freunden da von Linuxola, mit Erich Budi und Simon Nussbaum. Wir kommen gerade aus dem Processing-Workshop. Und was wir eigentlich betreiben in unser Team in Kampala in Uganda, sind günstige und zuverlässige Thin-Client-Systeme. So, kurz zu Linuxola, das ist ein Schweizer Verein, welcher vor über 10 Jahren gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, den Zugang zu Informationsmitteln in Afrika mithilfe von Open-Source-Software zu ermöglichen. Dabei haben wir Deployments vor allem in Kenia, Marokko, Uganda und Südafrika. So sieht Kampala bei Nacht aus. Man sieht, es ist eine sehr große Stadt. Es gibt auch Strom, es gibt nicht immer Strom. Also es ist eine der Herausforderungen, die wir haben bei unseren Systemen, dass die Systeme müssen wirklich robust sein. Es kann sein, dass es einen Stromausfall gibt. Und dann ist es schon, wenn die Systeme wieder zuverlässig hochstarten. Nicht so, wie das bei Microsoft Windows manchmal der Fall ist. Wir betreiben zwei Systeme in Kampala. Eines ist einer Schule, installiert in einer Schule für Pflegepersonen, und ein anderes ist in einer Schule für gehörlose Schüler. Das sieht dann so aus. Also es ist ein ganz normales Klassensystem mit ca. 30 Endgeräten, mit einem Server, mit Internetzugang, Office-Applikationen etc. Eigentlich das, was ihr täglich auch, gehe ich davon aus, bei euch in der Schule verwendet. Jetzt, unser Konzept ist Thin Client Computing. Was steckt hinter Thin Client Computing? Die Idee ist, dass man einfach einen Server hat, wo sämtliche Software draufläuft, sämtliche Applikationen, User-Profile, alles zentral administriert. Das Ganze ist über ein Netzwerk verbunden und dann hat man entsprechend dem System, wie viele Clients das System auch ertragen mag, entsprechende Anzahl an Thin-Clients. So, für Linux Terminal Server Project, das ist die Technologie, welche wir verwenden, sind so die minimalen Systemanforderungen, wie wir das in Kampala auch implementiert haben. Das ist ein circa 6-jähriger Server mittlerweile, 2 CPU-Cores, nicht so viel RAM, die meisten haben wahrscheinlich mehr RAM in ihren Laptops drin, Solid-State-Disk, einfach damit wir schnelle I/O, schnelle Zugriffe auf die Festplatten haben, und auch bei Stromausfällen, damit das dann eben zuverlässig funktioniert. Wir brauchen zwei Netzwerkinterface, Zugänge, einer ist für Internet und das andere ist für das LTSP-System, für die Clients. Und dann eben die Thin Clients, die sind sehr anspruchslos, da reicht sehr wenig RAM, Netzwerkinterface, ein langsamer Prozessor und derzeit keine Festplatte, läuft nichts lokal drauf. Ein Beispiel, wo wir das so implementiert haben, wir waren da in der Schule für gehörlose Kinder, wo Simon, der da hinten sitzt, gerade einen alten Windows-PC voneinander nimmt und repariert. Also wir haben dann die Festplatten entfernt und konnten dann damit so ein LTSP-System aufbauen. Wie das dann auch aussehen könnte, also in dieser Schule ist tatsächlich ein Laptop, ein altes Laptop vom Inselspital, dient als Server. Und das ist so ein Beispiel, wie wir dann eben auch mobile Systeme anbieten können, die dann im ganzen Land eingesetzt werden können, zum Teil sogar mit einer Batterie als Stromquelle. Wie muss man das implementieren? Wir haben eine Website auf GitHub, wo das Ganze beschrieben ist, eine Anleitung. Wir haben auch ein Skript, wo man sich das herunterladen und ausführen kann. Wenn ihr die Prerequisites erfüllt, sollte das auch reibungslos durchlaufen. Der Clou an dieser Umgebung ist, dass wir Raspberry Pi Thin Clients verwenden, wo ein Raspberry kostet ca. 30 Franken. Das Ganze bootet vom Netzwerk, also es läuft wirklich nichts lokal. Und somit
können wir sehr kostengünstige Systeme zur Verfügung stellen. Also Total Cost of Ownership haben wir berechnet, das ist wirklich alles dabei, 150 Franken pro Arbeitsplatz. Genau. Also das Ganze funktioniert tatsächlich. Erich hat vorhin zwei Stockwerke weiter oben den Processing Workshop gehalten und das Ganze haben wir auch in Kampala gemacht, eben auf seiner LTSP-Umgebung. Hat wirklich gut funktioniert. Use Cases und Features, so das Übliche halt, Office, Computer Graphics, Programmieren lernen. Wir können einen Managed Internet Zugang zur Verfügung stellen und Software und User Management ist alles lokal. Das Ganze benötigt wenig Strom und läuft ohne Lizenzkosten.